Servus Leute, Alias hier von Cyril und Alias LP. Und zwar seht ihr es ja jetzt schon. Deus in the Tackle, neues Let's Play von mir. Ich freue mich drauf. Es ist nicht blind, da ich es noch kennen würde, wenn es nicht schon so lange her ist. Aber ihr wisst ja, ich kenne mich ja mit Sachen aus, die schon jahrelang her sind, besser aus, als wenn ich mich gerade mal im Memory bei Mystic Ninja blamiere. Ihr wisst ja, wie es läuft. Deus in the Tackle wurde 1993 released. Und ist schon, doch, hat doch schon einige Jahre auf dem Buckel von LucasArts. LucasArts hat auch die Point-and-Click-Spiele von Indiana Jones gemacht. Alle sehr, sehr gut, so also kann man nicht meckern. Und ich habe halt früher auch gerne Point-and-Click-Spiele gemacht. Da, gefühlt eins kurz zum anderen. Da ich auch ein großer Fan bin von der Simon the Sorcerer-Reihe. Zumindest 1 und 2. Den Vierer kenne ich nicht. Und der 3 ist leider ein Jump'n'Run-Spiel, was mich denn damals sehr enttäuscht hat. Aber es ist auch egal. Dieses Intro mache ich diesmal gerade ein bisschen anders, da mir ein Kumpel gesagt hat, ich sollte vielleicht zuerst mal ein bisschen mit euch quatschen, bevor ich denn euch ein paar Videos, ein paar Szenen vom Spiel zeige. Nur, die Szenen fallen diesmal auch weg, denn ich zeige euch das Intro vom Game. Sprich, dass wir bei Part 1 denn ordentlich anfangen können mit dem Spiel. Es wird, glaube ich, diesmal ein bisschen anders ablaufen, da ich ja mit viel Text zu tun habe und Sprachausgabe und ich wahrscheinlich öfters mal ruhig sein werde, damit ihr auch versteht, was die Leute sagen und alles. Wird ein bisschen komisch werden für mich, da ich ja eigentlich mehr so der Typ bin, der labert, 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 labert und mal nicht ruhig seid. Also ich bin mal gespannt, wie das mir so liegt, weil bei Syrah kommt es ganz gut an. Also finde ich zumindest, dass Syrah das ganz gut kann. Ob ich das kann, weiß ich nicht. Muss ich sehen. Sehen wir auf jeden Fall. Gut, dann habe ich ja genug geredet eigentlich. Freut euch aufs Let's Play mit mir. Also ich freue mich natürlich auf euch. Für jeden Zuschauer bin ich auf jeden Fall dankbar. Und mal gucken, ob ich mit Syrah ein bisschen mithalten kann. Wie gesagt, ich werde jetzt euch mit dem Intro verwöhnen. Und dann sehen wir uns im ersten Part. Also bis denne. Ciao. LucasArts Entertainment Company. Quack, 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 quack. Nicht betreten, Gebiet verseucht. Punkt. Ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich. Als könnte ich. Als könnte ich. Die Welt erobern! Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl noch mal zurück zum Tollhaus. Oh!
Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Haugi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Das und noch viel mehr sehen wir denn in Part Nummer 1. Also bis denn, Leute. Ciao.